Ich hätte vielleicht vorher mal nachgucken müssen, wo ich denn stehen geblieben bin im letzten Part, was ich jetzt gemacht habe. Der letzte Part ist jetzt einige Wochen, wenn nicht sogar Monate her, dass ich den aufgenommen habe. Ja, was soll's. Kaffee war es, glaube ich. Kaffee wollten wir machen. Das Wasser. Den Kaffeepulver hatten wir jetzt schon gemacht, wenn ich mich richtig daran erinnere. Da brauchen wir jetzt nur noch das Wasser. Da haben wir doch hier im Inventar ein Rezept. Das können wir uns doch bestimmt mal anschauen. So, so ein bisschen Wasser haben wir schon. Da brauchen wir nur noch das energiereiche Wasser und das klare Wasser. Ach, die Lupe steht für klare Wasser. Aha, das klare Wasser haben wir hier bei Wenzel. Aber wie? Wie kommen wir an das klare Wasser? Wir stehen drauf. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Ja, zumindest das klarste Wasser, was du hier bekommen kannst. Ich will mit Wenzels stinken. Mann, Rufus. Mit einem Schwamm vielleicht? Ich will mit Wenzels. Du willst mit Wenzels stinken, dann können wir nichts zu tun haben. Aber das ist klares Wasser. Du kannst klares Wasser bekommen. Rufus. Dann wohl erstmal das energiereiche Wasser. Das kriegen wir dort beim Bullen. Oder beim Stier. Je nachdem, wie ihr es wollt. Der Stier ist die Sache. Können wir da über diesen Weg oder müssen wir durch Dr. Gizmos Praxis durch? Ja, hier sind wir schon. Da brauchen wir hier die Motorhaube. Da müssen wir irgendwie hier im Auto irgendwas machen. Lässt sie sich von innen öffnen? Da müssen wir hier irgendwie was am... verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen... Ja. Die Trucktür. Na toll. Die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Das Schloss funktioniert noch. Da hab ich doch einen Dietrich. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das... Ich hab doch einen Dietrich, das ist eher ein Dietrich. Mit dem kann ich nicht die Tür aufmachen. Die Karre... Tja, Das ist alles, glaube ich, schon im letzten Part ausprobiert. In den letzten Punkt. Ja. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Das könnte alles heißen. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Mit dem richtigen Werkzeug. Die Fensterscheibe putzen. Er ist aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich Lust und Seife. Tja. Also, mir gehen langsam die Optionen aus. Wir brauchen irgendwie die Motorbatterie. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Wir müssen da irgendwie rankommen. Da gibt's doch irgendein... Da muss es irgendeinen Weg geben und wir haben wahrscheinlich
Zutaten dazu schon längst vor der Nase. Tja. Am wahrscheinlichsten wäre das mit dem Messer hier irgendwie. Aber. So wird das Messer nur stumpf. Was, wenn ich plötzlich eine komplizierte Herztransplantation durchführen muss? Tja. Kombinieren wir einfach mal alles mit allem. Versuchen wir es einfach. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Das bist du nicht, Rufus. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein... Tja. Gott sei Dank bin ich ein Verdammt! Vielleicht ein paar Luftballons dazu nehmen. Der Tag... Moment mal. Ein bisschen Narkotikum an die Tür schmieren. Ein Trichter zwischen die Türritzen stecken, um das damit aufzubekommen. War schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Ein was auch immer. Nicht einmal dem Vorschlag schenke ich Beachtung. Die Wünscheroute. Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Es hat seit Monaten nicht geregnet. Vielleicht, Hier gibt es kein Wasser. Kein Wunder. Tja, Das Glas auf die Fensterscheibe draufschmeißen. Ich behalte es lieber. Toni hat keine Heilen mehr, seit Wenzel sie kaputt gemacht hat. Was hatte er auch... Ich behalte es lieber. Toni hat... Was hat... Nein, dies ist ein trauriger Tag für... Okay, das hatten wir schon. Gott sei Dank bin ich ein geschickter... Was? Nicht einmal damit? Ist das... Tja. Mit dem Dietrich, vielleicht hier vorne die Klappe. Wenn man den Trick kennt, braucht man den Hebel in der Fahrerkabine gar nicht. Andererseits, wenn man den Hebel kennt, braucht man auch keine Tricks. Okay. Wenn man den Trick... Das war neu. Wenn man den Trick kennt... Ein Hebel in der Fahrerkabine. Da muss man erstmal ankommen. Gott sei Dank bin ich Bist du nicht. Was? Da ist noch Saft auf der Batterie. Mhm. Cheers, Deponia. Bald bin ich dich los. Vielleicht sie aufschweißen. Jetzt kann man es ja aufbrennen. Wenn ich das zuschweiß. Tja. Vielleicht lassen wir die Tür auch ein bisschen warten. Vielleicht warten wir so lange, bis die Tür von alleine aufgeht. Ich weiß ja nicht. Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Vielleicht müssen wir ja dem Wasser in Wenzels Keller sagen, dass es auf das Rezept gehört und dann können wir es erst nehmen. Oder wir können ja aus dem Inventar was. Ich weiß auch nicht. Kaffeepulver. Mit der Spritze aufsaugen oder mit dem Schwamm habe ich schon ausprobiert. Ach Mensch. Ich stürze mich, glaube ich, erstmal aufs Wenzelwasser. Ja. So ist das mit dem Vorankommen. Tun wir heute wahrscheinlich gar nicht. So, die Quelle, was machen wir damit? Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Ich will mit Wenzels...
Du willst mit Wenzels Quelle einfach nichts zu tun haben. Tja. Diese Gutscheine kann man in der Post einlösen. Vorausgesetzt, man kennt jemanden, der sich über Bleigewichte freut. Aber in die Post kommen wir nicht. Tja. Mir gehen die Optionen aus. Tja, wortwörtlich gehen mir die Optionen aus. Was kann man da nur tun? Die Notrufsäule. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo, hallo. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar, aber kaum ich probier's. Ach so, ja. Gizmo ist ja dort im Rathaus. Ich komme im Rathaus weiter. Tja, da. Ich weiß nicht. Wir versuchen alles einfach mal aus. Zum Post. Ich sagte, weg da! Das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Die Uhr am Öffnungsschild. Tja. Nee, hier gibt's nix. Büro des Bürgermeisters. Habe ich hier vielleicht was Wesentliches übersehen? Schlüsselloch. Ja, das wäre lustig. Wäre das lustig? Oder machst du es auch? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Ja, ja, das wissen wir ja. Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Aber was ist denn das richtige Werkzeug, Rufus? Nächster bitte! Nächster bitte! Das ist der nächste bitte Knopf. Klingel. Oh! Haben wir hier ein Kissen oder was? Erdmagnetfeld. Sein können. Aha. Nächster bitte. Und nun, was machen wir mit dem Erzmagnetfeld? Das Kissen können wir nicht zufällig mitnehmen. Das Kissen. Fernschreiber. Ja, wenn das mal kein Hinweis war. Ich sag, das passt. Ja, okay. Das Erzmagnetfeld. Dings. Warte, Moment, da war doch was. Konnte ich da nicht irgendwas? Ah ne, das ist nur zum Dorfkern. Alles klar. Das Erdmagnetfeld, können wir damit irgendwas anrichten? Wenzels Bude vielleicht? Tja, also hat hier jemand einen Rat? Tja, aber was? Die
Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar erkennt sie nur klares Wasser. Hey, das ist Dads Wasserglas. Ich habe ihn fast nie ohne gesehen. Er hatte wohl Angst zu dehydrieren. Also, das Erdmagnetfeld funktioniert hier einwandfrei. Oder ich suche das passende Schlüsselloch. Also, das Erdmagnetfeld... Ja. Diese Gutscheine kann man in der Post voraus... Ja, gut, das hatten wir schon. Niemals. Mein Toni wird es nicht noch ein... Das muss nicht... Ja, das muss nicht gewartet werden. Ha, ha, ha. Die Wünschelruhe offenbar erkennt... Vielleicht können wir ja mehreres miteinander kombinieren. Vielleicht können wir ja die Wünschelrute mit dem... Die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar erkennt... Verzweiflungsdaten. So wird das Messer nur stumpf. Was, wenn ich plötzlich... Tja, Au! Jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. Au! Jetzt hab... Blöd... Au! Blödes Teil. Vielleicht den Schwamm mit Narkotikum füllen? Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Putzen? Niemals. Mein Inventar... Oh, Toni wird... Das muss nicht... Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komm... Die Wünschelrute rührt sich. Das sieht dann immer... Die Wünschelrute rührt sich nicht. Das sieht dann immer so aus, als würde man nicht... Aha. Ja. Die Wünschelrute, die muss doch hier unten eigentlich funktionieren. Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Kechlars. Ja, vielleicht können wir es ja reinigen, bevor wir es... Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Bevor wir es mitnehmen. Vielleicht das Pulver einfach hier reinwerfen. Ich will mit Wenzels... Ich glaub's ja selbst nicht. Hier kommen wir auch nicht weiter. Kaminofen. Vielleicht können wir da das Feuer anfachen. Das sitzt auch so schon fest genug. Ja, gut. Also nicht. Kopfkratz. Jetzt haben wir ein Magnetfeld. Tja, ich weiß nicht, was das uns weiterhelfen soll. Aber hier waren wir noch nicht. Eine Gasse. Und Lonzo hat doch bestimmt an seinem Espresso-Automaten ein paar hilfreiche Hinweise. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorgt die Sachen. Ich bringe alles klar. Wegen des Wassers. Lass laufen. Ja, klares Wasser. Das Wasser. Wo gibt's denn sowas? Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuwak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Ach, dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht so wichtig. Ja. Das ist nicht sehr hilfreich. Reiches Wasser. Wie kann das gemeint sein? Keine Ahnung. Hanek findet manchmal Batterien im Schrott. Die sind Energie. Könnte man aus dem Auto holen, aber das Ganze ja. Artet langsam echt in Arbeit aus. Hanek arbeitet doch direkt vor der Tür. Hanek! Du wirst schon zu ihm hin müssen. Hanek, vielleicht hat der ein paar Hinweise. Wurde gerade angesprochen. Ich habe eine belebende Flüssigkeit. Na, da bin ich aber mal gespannt. Was ist es? Das Zeug hat den mechanischen Bullen vorm Stadttor zum Leben erweckt. Eine rötliche, belebende Flüssigkeit?
deren Hauptbestandteil aus Bullen gewonnen wird? Wir sollten ihr einen Namen geben. Ich hab's. Red Rufus Superdrink. Meinst du? Ich dachte eher an... Red Rufus Superdrink. Schon gut. Ich schaff das schon nicht. Beeil dich. Ich kann es kaum... Ich geh dann mal. Zutat, mach das. Ja. Da kann ich nur noch auf Hanek hoffen. Der Hanek. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Okay. Okay, die kann ich scheinbar nicht bekommen. Eine Batterie hat er scheinbar nicht parat. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich hab schon eine Frau, die... Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja. Bis bald. Rufus. Genau. Der hilft mir gerade auch nicht weiter. Hallo nochmal. Hi. Rufus. Genau. Bis bald. Rufus. Genau. Genau so. Ach, witzig. Ich hab genauso ein Ding vorhin im Schrott gefunden. Haha, witzig, genau. Es ist ja nicht so, als hätte ich Ewigkeiten danach gesucht oder so. Das wäre ja auch schön dämlich. Die Teile findet man doch überall. Aha. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Aha, vielleicht kann der mir was zum Glas sagen. Ach, witzig. Ich habe genauso ein Ding... Ich sag das zu jedem Zeugs. Sagt das auch zum Kaffeepulver? Ach, witzig. Ich habe genauso ein Ding vorhin im Schrott gefunden. Alles klar. Ich habe Hunger. Netter Papagei. Ja, wir benutzen ihn, um... Und was machen wir? Vielleicht können wir den entführen. Irgendwie abstechen. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Ja, da wären wir wieder. Eine Notfallstation. Tja, Baum. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Oder mein Schulterblatt. Alles schon gehabt. Tja. Wie nun, was nun, wo nun? Heute hier ein bisschen rumgeirrt. Versuch's mal wieder im Rathaus. Tja, also. Den Kaffee habe ich noch nicht fertig. Karton. Mit dem... Das würde Brandmeister Gizmo sicher gefallen. Ich behalte die Idee mal im Hinterkopf. Im Hinterkopf behältst du das. Alles klar. Hey, Goal! Hohohohol! Aufwachen! Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Konzentrier dich, Rufus. Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten helfen, wenn sie erst einmal wach ist. Tja, also... Ja. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Was kann ich noch gleich tun, um sie zu wecken? Nichts. Es sei denn, du hast ein Wundermittel, das sie aufweckt.